Ja, hallo YouTube, herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Fallout 4. Im letzten Part sind wir leider gestorben im Museum der Freiheit. Oh, Blume. Ja. Deswegen müssen wir nochmal hier. Ne, ich wollte mich nicht setzen. Alles mitnehmen. Oh, Kronkorken. Eine Flasche Wein für gemütliche Abendstunden. Zuckerbombe und was haben wir? Stimpak Redex, aufbereitetes Wasser. Haarklammer, Psycho, sauberes Musterkleid, Rosenmusterkleid. Schirmlos, schmutziger Aschenbecher und ein Safe. Sehr gut. Wie schön. 38er Patronen, 10 mm. Impro-Pistolen lasse ich da. Die sind ja Schrott. So, Doc Meat, dann wollen wir noch mal unser Glück versuchen. Ob wir es diesmal schaffen. Nein, ich wollte mich in die Hocke. Stimpack, Lederrüstung. Ja, nehme ich mit. Obwohl ich eine schöne Mod habe, die ich mir später mal anschauen werde. Wie, Preston ist unten jetzt? Gibt's ja gar nicht. Ist der runtergefallen? Sehe ich zum ersten Mal und ich habe ja schon dreimal angefangen jetzt. Hier drin ist eine Gruppe Siedler. Ah, die Raider sind schon fast durch die Tür. Schnapp dir die Lasermuskete und hilf uns, bitte! Ja, du bist aber nicht oben, du bist hier unten. Und wir haben Level Up. Sehr schön. Lederrüstung Harnisch, das können wir gleich anziehen. Oh. Ich habe gerade noch ein Hm gehört, aber okay. So, Fusionszentrum Minuteman Outfit. So, dann muss ich erstmal noch was ändern. Und zwar mein Pitboy ist ja wieder klein. FV80. Dankeschön für den Tipp. Hatte ich nämlich vergessen. So. Und dann wollte ich mich umziehen. Also umziehen. Hier nehmen wir, ziehen wir das mal alles an. Ach, so eine blöde Laser. Ich mag die Lasermuskete nicht. Wenn ich mehr Wumms hätte, okay. Oder ich nicht zu so doof wäre, damit zu ziehen. Bin ich aber auch zu blöd. Du machst wohl Witze. Ergib dich, dann mach ich's schnell. Dogmeat. Wie sieht's eigentlich mit unserer Gesundheit aus? Na.
Ja, gut. Na, ich wollte jetzt doch die Waffe einmal kurz wechseln. Ja, ich hasse die Waffe. Gut. Nein, ich wollte die wieder haben. Warum müssen Sie sich immer wehren? Keine britischen Besatzer mehr. Darum. Rechtes Bein. Sehr gut. Dann, nein, Kleidung. Rechtes Bein, dann fehlt uns noch der linke Arm. Ihr Affen. Okay. Einsteiger. Ja, Newley hat nichts. Calls auch nicht. Und Stuff einen. Das hilft uns sehr viel. Nämlich so gut wie gar nicht. Das hilft uns aber. Das hilft uns. Na, wo sind sie denn? Oh, hier. Hier hätten wir noch was. Hier. Und da. 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 So. Struck. Na also. Dann war es das S. Habe ich es jetzt entriegelt? Nee. Also nochmal. Ah, nee, nee, mal. Sicherheitstor entriegeln. Habe ich es jetzt? Einträge, ich muss warten. Ja. Öffnen. Fusionscam mit. So, und weiter geht's. Hier hätten Redex, Kleber und Malpinsel. Ja, wir müssen ja fleißig sammeln. Denn, wie gesagt, wir bauen selber. Gut. Psycho, Redix, dann die Nuka-Flasche. Den Kopf lasse ich hier. Den Schädel. Alle Angriffe haben ein bestimmtes Schadenssystem, ja. Gut. Ich sag's dir, Mann. Lass uns verdammt nochmal verschwinden. Sonst werden wir noch erschossen. Sei nicht so. Hab ich eigentlich Dynamit oder so? Nicht Dynamit, Handgranaten? Stellung, wie man es von uns erwartet. Bist du taub? Da draußen ballert jemand alles zusammen. Ich bin jemand da. Was? Nein! Lass los! Ah.
Billard braucht mich, Wasser brauche auch nicht. Und der hat nichts Gescheites. Was haben wir hier schönes? 38er Patronen. 308er Molotow. Kurz Impro Repetiergewehr. Ja, das nehme ich mal mit. Das können wir vielleicht ein bisschen für den Anfang nutzen. 38er Molotow Cocktail. Haben wir das linke Bein schon? Ich glaube ja, uns fehlte nur noch das rechte, ne? Ja, haben wir schon. Gut. Ich wollte bei denen drüben doch. Die ich niedergemetzelt habe, wollte ich auch. Hoch wollte ich. Auch noch schnell begutachten oder. Ich habe das total vergessen. Es ist schon so lange her, dass man hier war. Dass man. Wo man hin soll. So, hier ist doch. 38er. Die Impro-Automatik kann aber halten. Ventilator. Kaffeetasse. Was sonst ist hier auch nichts. Nee. Na denn. Und hier? Bist. Hier war auch nichts, oder? Doch, Schachtelzigaretten und Malenpinsel. Und Kronkorken. Und eine Kaffeetasse. Okay, aber wo ist eine andere? Dann weiter oben. Ja, gut. So, wir kriegen den auch. Aktivieren. Dieses Wandgemälde erinnert an die vielen Opfer und den tapferen Männern und Frauen der US-Streitkräfte. Von Lexington und Concord bis zur Küste Iwo Jemes? Vom Mar Tranquillitatis bis zur Front haben Amerikaner im Laufe der Zeit für die Freiheit unserer Nation gekämpft und ihr Leben gegeben. Mögen uns ihre Opfer daran erinnern, dass Freiheit ein Privileg vieler ist, das von einigen wenigen gewonnen wurde. Ja. Das hätte ich jetzt auch übersehen. Buffout. So. Ja, ich werde mir Zeit lassen mit dem Spiel. Schön Ruhe genießen. Jedem Einzelnen von euch die Haut ab! Komm schon, die gehen nirgendwo hin. Und wir müssen uns um andere Sachen kümmern. Hörst du? Ich gehe mal spazieren. Aber ich komme wieder. Und dann seid ihr tot. Er geht spazieren? Was zum Teufel war das? Kommt er raus oder nicht? Da ist nichts mehr. Wer? Oh, Scheiße! Oh. Nein. Daneben. Also Kronkorken. Ja, warte. Linker Arm fehlt uns. Ja, gut. 38er. Da ist er, linker Arm. Dann können wir ihn uns ja anziehen. Ich drücke immer falsch, weil ich noch im Far Cry 5 Modus bin. Und ja! Nein, ich wollte das Chemieglas noch nehmen. Und zwar hier nichts, ne? Ach, hier, doch. Medex, Klebeband, Sicherung. Kronkorken.
Hier ist nix. Hätte ich jetzt Sim, wäre hier die Sim-Sachen. Sim-Settlement-Sachen. Kronkorken. Wir sind schon überladen. Dogmeat. Dogmeat. Ich bin überladen. Ja, nicht gut. Oh, ich muss was wegschmeißen dann. Soll ich die Leber 200? Und 10. So, reicht das? Nein, reicht immer noch nicht. Was habe ich denn an Waffen? So, jetzt. Mann, ich weiß nicht, wer du bist, aber dein Timing ist perfekt. Preston Garvey von den Minutemen des Commonwealth. Minutemen? Reise ich jetzt etwa zurück in der Zeit? Gottverdammt. Die Menschen innerhalb einer Minute zu beschützen. Das war die Idee. Also habe ich mich ihnen angeschlossen, um was zu bewegen. Aber alles fiel auseinander. Nein, das ist nicht. Jetzt bin ich anscheinend der letzte noch lebende Minuteman. Bitte, erzähl weiter. Vor einem Monat waren wir 20. Gestern 8. Heute sind wir 5. Zuerst die Ghule in Lexington. Und jetzt diese Scheiße. Ghule? Ghule? Was sind Ghule? Gottverdammt. Du bist wirklich nicht aus der Gegend, was? Ghule sind verstrahlte Menschen. Die meisten sind wie du und ich. Sie sehen heftig aus und leben lang. Nein, das ist es nicht. Aber es sind trotzdem Menschen. Die, von denen ich rede, sind anders. Die Strahlung hat ihre Gehirne verfaulen lassen. Sie wild gemacht. Sie reißen dich in Stücke, sobald sie dich sehen. Naja, wir dachten, Concord wäre ein sicherer Ort. Die Raider sind der Gegenbeweis. Aber... wir haben eine Idee. Ja, sag es mir. Dann lass mal hören. Sturges, sag's mir. Auf dem Dach ist ein abgestürzter Vertibird. Alt, Vorkriegszeit. Hast du vielleicht schon gesehen? Sieht aus, als hätte einer der Passagiere was richtig Tolles zurückgelassen. Eine komplette, unbenutzte T-45 Powerrüstung fürs Militär. Powerrüstung? Was macht diese Powerrüstung so besonders? Ein internes Servosystem von Westtech. In dem Schätzchen ist super das neue Normal. Du bist stärker, zäher, immun gegen Strahlung und mit dem Anzug kannst du die Minigun direkt vom Vertibird reißen. Dann bekommen die Raider eine Expressfahrkarte in die Hölle. Was meinst du? Gute Idee. Minigun. Das wollte ich hören. Klingt gut, was? Es gibt nur einen Haken. Der Anzug hat keinen Saft. Wahrscheinlich schon seit 100 Jahren. Er kann mit Energie versorgt werden. Aber wir stecken fest. Ich helfe. Ich helfe gerne, wenn ich kann. Du brauchst einen alten Vorkriegs-FK. Einen Standard-Fusionskern. Eine hochwertige, langlebige Atombatterie. Wurde damals vom Militär und einigen Firmen verwendet. Und wir aber wissen, wir wo man kommen nicht findet. In das Ding ran. Es ist im Keller, weggesperrt hinter einem Sicherheitstor. Also... ich repariere Sachen, bastel rum. Das Umgehen von Sicherheitsmaßnahmen ist nicht mein Metier. Du könntest es probieren. Hab ich schon. Ich habe mir den Fusionskern schon geholt. Kann losgehen. Na dann, okay. Vielleicht ist uns Fortuna doch mal hold. Steck den Kern in die Powerrüstung und schnapp dir die Minigun. Dann sehen die Raider, dass sie sich mit den Falschen angelegt haben. Viel Glück. Okay, aber zuerst nehme ich mir... ausgezeichnet. Das hier... du hast eine Ausgabe von Rob gefangen gefunden, enthält das Holoband-Spiel Atomic Command. Okay, dann Mama Murphy. Ma'am. Dogmeat hat Hilfe für uns gefunden. Sieh mal einer an. Dogmeat? Er ist also dein Hund. Oh, er ist nicht mein Hund, nein. Dogmeat ist absolut eigenständig. Einen solch freien Geist kann man nicht besitzen. Er sucht sich seine Freunde aus und bleibt bei ihnen. So wie bei dir. Ich habe es gesehen. Gesehen? Du hast es gesehen? Das sind die Camps, Kind. Sie verleihen der alten Mama Murphy das dritte Auge. Schon seit ich denken kann.
Das ist unglaublich. Das ist unglaublich. Ich kann ein bisschen von dem sehen, was war und sein wird. Und sogar von dem, was gerade ist. Und jetzt gerade sehe ich, dass etwas kommt. Angezogen von dem Lärm und dem Chaos. Und es ist wütend. Was gibt's? Was ist es? Mama Murphy, ich muss noch mehr wissen, bitte. Ich sehe mehr. Oh, das ist so schrecklich, Kind. Klauen und Zähne und Hörner. Das Angesicht des Todes. Mehr schaffe ich nicht. Das ist alles. Jetzt brauche ich Ruhe. Und du hast einen Auftrag zu erledigen. Gut. Schere, Tafelmesser. Ach, Doc, mit Doc, 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 Doc. Hey! Ja, du musst was tragen. Sorry. Ach, ich hab... Nimm mal das ganze Essen hier. Ah, Flaschenkürbis. Brauche ich nachher zum... für Garten. Den Wein, das kannst du nehmen, das auch. Gut, und Springmesser schmeißen wir weg. So. Huch. Hey. Wir brauchen Hilfe und kriegen einen Vault-Bewohner? Was willst du in diesem dummen Anzug tun? Verbluten? Alles in Ordnung? Wahrnehmung. Ja. Ja. Nur durch Beobachtung erkennt man die Schwäche. Deine Wahrnehmung wurde dauerhaft um 1 erhöht. Sehr schön. Gut. Warte, ich brauche noch die Kaffeetassen. Abgenutzt Klemmbrett. Kaffeetassen haben Keramik. Wecker und U-Bahn-Marke. Sonst noch was hier? Nö. Doch, Schachzigaretten, Silber, Tafel, Dings da. Gut. Dann auf in den Kampf. Meine Nase kitzelt. Nehmen wir uns Kronkorken, dann Kleber, Schraubenzieher, wiedergeben. Persönliches Log. Staff Sergeant Michael Daly, United States Army. Am Samstag, den 23. Oktober, ist unser Vertibird auf dem Weg nach West Stockbridge auf das Dach dieses Museums gestürzt. Die Ursache, ein elektromagnetischer Puls als Folge einer atomaren Explosion. Mehrere Explosionen, um genau zu sein. Anhand der Meldungen, die ich aufgeschnappt habe, am nächsten Tag wurden Flaherty und Canada von ein paar verängstigten, verzweifelten Überlebenden erschossen. Danach ist Prosensky abgehauen. Hab ihn seitdem nicht mehr gesehen. Jetzt muss ich mich wohl von der Truppe entfernen, falls dieses Konzept überhaupt noch Sinn ergibt. Der Fusionskern meiner Rüstung ist leer. Meine Tage als Soldat sind also wohl vorbei. Ich mache mich zu Fuß auf den Weg nach Boston, um zu sehen, ob meine Schwester das alles überlebt. Na, ich wollte nicht speichern. Sie hat ein Apartment auf der Das wollte ich auch nicht. Hier spricht Mike Daly. Ende der Aufnahme. Viel Glück und Gott segne Amerika. Oder das, was davon noch übrig ist. Hier oben ist jemand. Gut, erledigt. Den da oben. Ruhig. Alles mitnehmen. Brauchen wir alles.
kommst du nicht runter. Keine Lust. Meine Jungs kommen nur wenige vorbei, das muss ich zugeben. Los, ich hab noch was vor. Linken Arm haben wir schon, ne? Ja, wir haben jetzt alles. Kurz, oh, Schrotflinte. Ich mach mal so. Treffe überhaupt nicht. Kommt nicht jetzt mal langsam die Todeskralle da raus? So viel Munition an euch verschwinden hier. Sie ist beschäftigt. Ich komme eben hier rein. Nachladen. Blöd. Oh, warte, ich habe keine... Wie, du kommst hier rein. Glitscht hier rein, hier. Oh, Gott sei Dank. Dogmeat. Warte. Na, komm. Ja, komm her. So. Wieder rein. Aufsammeln gehen wir gleich. So. Erledigt. Immer mit der Ruhe, Mama. Alles okay? Alles gut, Preston. Mach keinen Aufstand. Entschuldigung. Das war wirklich erstaunlich. Ich bin froh, dass du auf unserer Seite bist. Alles okay? Werdet ihr jetzt klarkommen? Ja. Für eine Weile. Zumindest können wir jetzt einen Ort suchen, der sich... Also, als wir uns trafen, hast du etwas über die Minutemen gefragt. Eine Sache solltest du über uns wissen. Wir helfen unseren Freunden. Hier. Für alles, was du getan hast. Danke. Nicht wegen Geld, du... Ich habe es nicht für das Geld getan. Hey, tut mir leid. Ich bin es gewohnt, dass jeder nur an sich denkt.
Du erinnerst mich an meine Freunde, die anderen Minutemen, die ihr Leben für etwas gelassen haben, das größer ist als sie selbst. Du solltest mit nach Sanctuary kommen. Wir könnten deine Hilfe brauchen. Ja. Okay, Gabi. Ich bin dabei. Oh, wunderbar. Aber du suchst noch mehr, nicht wahr? Ich habe es gesehen. Das Loch in deinem Herzen. Hilf mir bitte. Sag es mir bitte. Ich muss es wissen. Du bist eine Frau ohne Zeit, ohne Hoffnung. Aber nicht alles ist verloren. Ich kann die Energie deines Sohnes spüren. Er lebt. Gott sei Dank. Ich muss es. Bitte sag mir, wo er ist. Ich muss meinen Sohn finden. Ich kann ihn nicht sehen. Nicht klar. Aber ich spüre seine Lebenskraft. Er ist da draußen. Und ich brauche nicht mal das dritte Auge, um dir zu sagen, wo du suchen sollst. Das große grüne Juwel des Commonwealth. Diamond City. Die größte Siedlung in der Gegend. Diamond City? Was ist in Diamond City? Ist Sean dort? Also Kind, ich bin müde. Wenn du mir später ein paar Camps bringst, wird das dritte Auge vielleicht klarer sehen. Nein, Mama Murphy, wir haben doch darüber gesprochen. Dieser Mist bringt dich noch um. Sei still, Preston. Irgendwann sterben wir alle. Wir brauchen das dritte Auge. Und unsere neue Freundin hier wird es auch brauchen. Also legen wir los. Sanctuary wartet. Also Leute, dank unserer neuen Bekanntschaft hier ist es sicher rauszugehen. Wir machen uns auf zu dem Ort, von dem Mama Murphy erzählt hat. Sanctuary. Es ist nicht weit. Sie hat davon erzählt? Du meinst, sie hatte eine ihrer Visionen, als sie total zugedröhnt war. Und jetzt sollen wir uns wieder auf so ein sinnloses Unterfangen einlassen, weil Mama Murphy es gesehen hat? Schlimmer als das hier kann es wohl kaum... Entspannt euch alle mal. Wir stecken da alle gemeinsam drin, oder? Also Marcy, hast du eine bessere Idee, was wir jetzt tun sollen? Irgendjemand? Also gut. Sanctuary. Hoffentlich finden wir dort unsere Zuflucht. Los, June, wir müssen gehen. Okay. Ich hol mir das noch da. Oh. Wenn die Haarklammer nicht mal kaputt gehen würde. Sehr gut. Geschafft. Was für, haben wir denn hier schon? 308er, 45er, Impro-Reptierpistole und Impro-Revolver. Aber ich habe ein Impro-Gewehr doch jetzt gefunden gehabt. Das hat aber 308. Nehme ich mal mit... 10 mm Patronen. Ist hier noch was? Nee. Gut, aber ich würde sagen, ich beende den Part. Vielen Dank fürs Zusehen. Daumen hoch, Kommentar, Tipps und Tricks wie immer. Würde ich mich sehr darüber freuen. Und im nächsten Part machen wir uns auf den Weg nach Sanctuary. Bis dahin. Adios.